Und was ist nun Magister Hannes Ammersbauer? Bitte, Hauptgärtner. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, geschätzte Damen und Herren, ja, es wurde angesprochen, unser Antrag, der Antrag der Kollegin Fürst betreffend Schuld durch Assoziation darf nicht normalisiert werden. Worum geht es? Es zielt darauf ab, dass die Ablehnung eines Standpunktes durch Anführen der negativen Umstände, die mit dem Standpunkt assoziiert sind und die sich auf dessen Herkunft oder historische Aspekte beziehen. Und typischerweise sind assoziierte Umstände nebensächlich und hinsichtlich des eigenen Standpunktes ohne Beweiskraft. Und folglich ist die Argumentation oft unlogisch, überzeugt aber dennoch manchmal. Und die kollektive Be- und Verurteilung von Demonstrationsteilnehmern, insbesondere auch durch Regierungsmitglieder hinsichtlich friedlicher Demonstrationen, die sich gegen Maßnahmen eben dieser Regierung richten, ist vor diesem Hintergrund problematisch und darf nicht normalisiert werden. Und Herr Abgeordneter Engelberg, Sie haben ähnliches Wording heute gehabt, wie Sie es schon im Menschenrechtsausschuss gebracht haben, und ich möchte da schon einiges gleichrücken. Sie haben gesagt, diese Angriffe durch Regierungsmitglieder haben so ja nicht stattgefunden. Ja, natürlich, das haben wir auch heute wieder erlebt vom Innenminister, völlig undifferenziert, und leider auch vom Kollegen Mara. Und Sie haben auch gesagt, Herr Kollege Engelberg, dass niemand behauptet hätte, dass alle Rechtsextremisten oder Antisemiten sind. Das ist richtig. Es wird aber immer wieder so getan, als wie wenn das die Hauptgruppe wäre. Und wir wissen aber alle, dass die Masse mit diesen Menschen nichts zu tun hat und nichts zu tun haben will. Herr Engelberg, Sie haben auch gesagt, dass solche Menschen in leitenden Funktionen dort unterwegs sind. Also diesen Eindruck kann ich nicht bestätigen, und den habe ich so auch nie bestätigt bekommen von irgendjemandem. Das wird meines Erachtens schon dazu genutzt, um friedliche Bürger auch zu diskreditieren. Und Sie haben auch von gewissen Symbolen gesprochen, die dort verwendet werden und zweckentfremdet auch missbraucht werden. Ja, ich glaube nicht, dass die Menschen, die das machen, die Intention haben, hier antisemitisch vorzugehen oder irgendwas zu verharmlosen, die Verbrechen des NS-Regimes. Dennoch ist es falsch, da gebe ich Ihnen recht, es ist falsch, so zu agieren, und von diesen Leuten sich zu distanzieren und den Antisemitismus zu bekämpfen, sollte für uns alle selbstverständlich sein und ist es natürlich auch für unsere Fraktion, um das hier zum wiederholten Male klarzustellen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie uns als Freiheitliche Partei jetzt außerhalb des sogenannten Verfassungsbogens stellen, uns als demokratisch legitimierte Kraft in diesem Parlament, wo wir gerade auch mit diesem Antrag für das verfassungsmäßig garantierte Recht der Versammlungsfreiheit, die auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention abgebildet ist, die ja auch im Verfassungsrang steht, eintreten. Also ich bitte hier auch Sie um eine Mäßigung im Ton, dass wir vernünftig dieses Thema auch thematisieren können.